Horst Gutier überwindet Grenzen, physische und psychische. Er nimmt am Pilotprojekt Klettern und Stimmung des Universitätsklinikums Erlangen teil. Ziel ist es, über die Sporttherapie positive Effekte für Körper und Psyche zu gewinnen. Bouldern nennt sich das spielerische Klettern in Absprunghöhe. Studienleiterin Dr. Katharina Luttenberger zufolge ist dieser Sport eine vielversprechende Ergänzung zur üblichen Behandlung bei Depressionen. Wir glauben eben, dass das Bouldern noch eine ganz besondere Qualität hat für die Behandlung der Depression, weil man eben so gut sich Ziele stecken kann, so gut Ziele erreichen kann, sehen kann, dass man ein Ziel erreicht hat, was einem vorher unerreichbar erschien. Über 40 Patienten haben bisher an der Studie teilgenommen. In Gruppen von 10 bis 12 Teilnehmern geht es in der Boulderhalle Blockhelden an die Kletterwand. Was wichtig ist, die Therapeuten Stefan Först und Matthias Schopper geben nur Motivation. Der Patient allein entscheidet über den Schwierigkeitsgrad beim Klettern. Die Entscheidung zu bouldern, statt klassisch und mit Seilen gesichert zu klettern, hat therapeutische Gründe. Wenn ich da oben stehe und einfach das auch zeitlich erfahren kann, dass ich da oben stehe, ist der Erfolg natürlich viel intensiver wahrnehmbar. Durch das Bouldern lernen die Patienten wieder, konzentriert und bewusst zu handeln und wachsen über sich hinaus. Diese Erfahrung kann bei einer Depression von enormer Bedeutung sein, da die Betroffenen häufig ein Gefühl der Macht und völligen Kraftlosigkeit empfinden. Horst Gutier erfuhr in der Therapie von dem Pilotprojekt und entschloss sich teilzunehmen. Die positiven Effekte merkte er schnell. Was ein großer Vorteil ist, man ist eben sehr konzentriert beim Klettern. Man vergisst eigentlich die Außenwelt vollkommen und dadurch ist eben auch der Entspannungswert sehr hoch. Trotz rascher Erfolge hilft die Boulder-Therapie auch, eigene Grenzen zu erkennen. So entwickeln die Patienten Achtsamkeit und Sensibilität für das richtige Maß an Belastung. Denn nur wer sich bewusst Ruhezeiten gönnt, hat die nötige Kraft, den Alltag zu bewältigen. Ja, liebe Zuschauer, bei uns bei Gesund und Fit geht es heute um das Thema Depressionen. Und dazu darf ich jetzt im Interview Professor Dr. Johannes Kornhuber begrüßen. Er ist der Direktor der psychiatrischen und psychotherapeutischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen. Herr Kornhuber, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was sind denn Anzeichen für Depressionen? Wann kann man sagen, okay, ein Patient ist depressiv? Also zu einer Depression gehört natürlich, dass der Patient depressiv ist. Das ist also ein Kernsymptom. Ohne diese Schilderung des Patienten kann man keine Depression diagnostizieren. Aber dazu kommen noch viele andere Kennzeichen. Die Patienten schildern typischerweise, dass sie sich nicht mehr freuen können über das, was ihnen sonst Spaß gemacht hat, wenn die Blumen jetzt blühen im Frühjahr oder die Enkelkinder kommen zu Besuch, das ihnen früher Freude gemacht hat. Das können sie gar nicht mehr empfinden. Sie fühlen sich innerlich so wie tot, leer, ausgebrannt, eben das Gefühl des Nicht-Fühlen-Könnens. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Medikamente gegen Depressionen. Es gibt aber auch Therapien. Eine haben wir jetzt in dem Bericht gesehen. Welche Therapiemöglichkeiten bieten Sie denn hier noch an? Also mir ist wichtig, dass diese vielen Therapiemöglichkeiten, die es gibt, für die Patienten auch möglichst alle am Patienten ankommen. Und also wir nennen das multimodale Therapie. Dazu gehört eben die Medikation. Das ist aber nur ein Baustein. Dazu gehört die Psychotherapie und dann eben die körperliche Aktivierung, Sport oder Bouldern zum Beispiel als ein Therapieelement. Aber auch für Patienten, die vielleicht älter sind oder noch nicht so viel können, ganz leichte sportliche Aktivitäten, Hockergymnastik, wie wir das nennen, oder einfach Spaziergänge. Also körperliche Aktivierung ist wichtig, das wirkt für sich antidepressiv. Dann Licht ist wichtig, sodass wir oftmals empfehlen, auch einfach Spaziergänge draußen. Dann hat man die körperliche Bewegung und eben das Licht. Dann Entspannungstechniken sind wichtig, dann die Kunst- und Ergotherapie, also eine künstlerische Betätigung. Und all das wirkt jeweils für sich antidepressiv. Und natürlich am besten, wenn es gemeinsam angeboten wird. Professor Dr. Kornhuber, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Und damit darf ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, auch schon verabschieden. Das war's mit Gesund und Fit und dem Thema Depression. Schalten Sie das nächste Mal auch wieder ein und damit machen Sie es gut.